Nicht nur in den USA regen sich gerade wieder alle über Lightyear auf, weil dort in einer Nebenstory zwei Frauen als Paar zu sehen sind, die sich küssen. Und schon stellt sich die Frage, ob das enttäuschende Box-Office des Films wohl daran liegen könnte. Der Diskurs tobt, werden Kinder indoktriniert durch sowas, wird die Welt zu Vogue. Wow, so you're like all political. Everything is political, Sean. Schlagworte stehen sich gegenüber und die Erkenntnis, everything is political, war wohl selten so wahr wie heute und dabei wollen wir oft einfach nur aus der Realität entfliehen und uns ablenken von dem Problem des Alltags und der Welt und dann kommen die Filme und Serien an und wollen uns auch noch mit Wokeness nerven. Und was ist überhaupt woke? Geht's um Umerziehung oder den Erhalt des Status quo? Vor 10 Jahren schimpfte man online auch hauptsächlich über zu viel Political Correctness und Social Justice Warrior. Und heute ist alles, was nervt, halt woke. Aber gleichzeitig gibt's natürlich tatsächlich Dinge, die nerven. Und darüber reden wir heute. Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Dummheit, es war die Epoche des Glaubens, es war die Epoche des Unglaubens, es war die Saison des Lichts, es war die Saison der Dunkelheit, es war der Frühling der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung. Zitierst du jetzt Dickens oder was hier? Beste Zeiten, schlechteste Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ja, ob jetzt A Tale of Two Cities, die Geschichte zweier Städte, oder RTL Soap, die Unterschiede sind ja oft gradueller Natur. Auch Dickens hat ja damals über Zeiten im Umbruch geschrieben, wo es einerseits viel Fortschritt gab, die aufziehende französische Revolution, aber auch gleichzeitig viel Backlash reaktionärer Kräfte gab. Und die Angst ist heute, dass die Revolution wie damals in die Herrschaft des Schreckens mündet. Herrschaft des Schreckens? Ja, in der französischen Revolution, als der Adel und die mächtigen Stände gestürzt wurden, da gab es eine Phase, nachdem die Macht übernommen wurde von den Revolutionären, in der sie gnadenlos gegen jeden vorging, der im Verdacht stand, konterrevolutionär zu sein, also ein Feind der Revolution, des neuen Frankreich, was ja schließlich zur Republik, zur Ausformulierung der Menschenrechte, Kampf für Demokratie und so weiter führte. Danton und Robespierre gingen dabei nicht zimperlich vor, im Streben, den Tugendstaat durchzusetzen. Das Volk werde durch Vernunft geleitet, die Feinde des Volkes werden durch Schrecken beherrscht. Denn der Schrecken ist nichts anderes als die strenge, unbeugsame Gerechtigkeit, hieß es damals. Quasi die Guillotine als didaktisches Mittel. Was die Leute, die es betraf, also die Adligen, den Klerus, aber auch andere, die das frühere System besser fanden, nicht so unbedingt gefeiert haben. Ah, deswegen jammern die Leute heute über Wokeness und Tugendterror, weil sie auch immer sofort auf die Guillotine müssen und hingerichtet werden, wenn sie mal nicht richtig gegendert haben. Ja, der Vergleich wird ja in der Form oft gezogen, weil es für viele, die bisher privilegiert waren, wie eine Hinrichtung wirkt, wenn sie plötzlich nicht mehr komplett bestimmen, wie die Gesellschaft aussieht und welche Regeln gelten. Da wird dann ein Twitter-Sturm, der sicher sehr unangenehm ist, gleichgesetzt mit dem, was die französische Revolution damals mit ihren Gegnern machte. Wobei die ja immerhin die Geburtsstunde der Demokratie waren und vieles, was heute als gesellschaftliche Errungenschaft angesehen wird, eben auf die französische Revolution zurückgeht. Man könnte sich ja auch freuen, dass die Woke-Revolution einen nur dazu zwingt, Serien und Filme zu gucken, in denen nicht mehr alle weiß und hetero sind. Also zwingt im Sinne von, es ist schwieriger zu ignorieren, dass weiß, männlich, hetero nicht mehr die einzigen Menschen sind, die existieren, wenn man sich Serien, Filme und Games anguckt. Das heißt, wir müssen durch die Woke-Herrschaft des Schreckens durch, damit es besser wird? Ja, was nicht einfach sein wird, der Widerstand ist ja jetzt schon ziemlich groß, wie wir auch in unseren Kommentaren immer wieder merken. Viele Zuschauer sind extrem angenervt von dem, was sie als aufgezwungene Diversity empfinden. Vor allem, wenn es Legacy-Franchises betrifft, also Filme, Serien und Games, die traditionell nicht sehr divers waren und eben von der Weltsicht aus ihrer Zeit, der sie entstammen, der 60er bis 90er geprägt sind und jetzt modernisiert werden. Und dabei eben mit dem clashen, was die heutige, diversere Welt einfordert. Wir mögen halt keine Veränderungen. Darüber haben wir neulich schon mal gesprochen. Ja, letzte Woche haben wir ja Nostalgie untersucht und uns gefragt, warum wir heute immer nur noch Dinge vorgesetzt bekommen, die neu aufgekocht ist aus der Kindheit sind. Franchise-Kino, Franchise-Serien, alles Dinge, die uns zuerst als Kinder begeistert haben und die Industrie uns heute wieder vorsetzt, weil sie weiß, dass wir danach hungern, wieder so begeistert zu werden wie damals als Kinder. Und als Kids haben wir nichts Diverses geschaut? Eben nicht. Die Sachen waren wie der Zeitgeist früher. Fast immer waren Jungs und Männer die Hauptfiguren, fast immer weiß und ausschließlich hetero. Das hat uns geprägt, das hat unsere Liebe zu den Franchise entzündet und wenn das dann verändert wird, dann ist es für viele eben wie ein Angriff auf die Kindheit, auf das Vertraute. Das macht es noch schwerer als die ganze Ideenlosigkeit und der Fanservice, dass tatsächlich wieder jene alte Begeisterung zurückkommt, weil die meisten eben nie gespiegelt empathisches Zuschauen gelernt haben. Gespiegelt was für ein Zuschauen? Timothy Broom, ein Doktorandenstudent an der Ohio State University, der hat untersucht, was dazu führt, dass wir mit Figuren mitfiebern und uns mit ihnen identifizieren.
Er hat Zuschauer von Game of Thrones nach ihren Lieblingsfiguren befragt und hat deren Gehirnaktivitäten beim Zuschauen gemessen und festgestellt, dass die Figuren, die den Testkandidaten besonders nah waren, die Bereiche des Gehirns ansprechen, in denen wir autobiografische Informationen speichern. Also unser Selbst, unsere eigenen Erfahrungen, wer wir sind. Klar, wir connecten zu den Figuren, denen wir uns nahe fühlen und denen wir uns wiederfinden. Aber ist das empathisches Zuschauen? Ja, und für die Mehrheit war das eben immer mühelos. Einfach. Für die Minderheit, die nicht vorkommt, aber schon. Die lernt von klein auf zu spiegeln, also sich in Figuren wiederzufinden, die zwar nicht wie sie sind, die aber um die Ecke gedacht etwas anbieten, in dem sie sich wiederfinden. Du meinst, schwule Jungs denken sich beim Zuschauen dann in die Frauenrollen rein? Nicht unbedingt, manchmal sicherlich schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, welche Figuren ich als kleines Kind mochte, dann waren das oft Figuren, die kodiert waren. Bei Biene Maja mochte ich Flip, den Grashüpfer mit Zylinder, der alles andere als jetzt typisch männlich war. Bei Star Wars wollte ich beim Spielen nicht wie meine Schulkollegen Han Solo oder Luke sein, sondern fand C3PO cool. In einem Alter, in dem mir der Subtext und die effeminierte Art von C3PO sicher nicht bewusst war. Viele Schauspieler, die ich mochte, wie Kenneth Williams aus den Carry-On-Filmen, waren sehr fabulous, lange bevor ich für mich wusste, was los ist. Wenn man Filme wie Stand By Me sieht, wo Jungs jetzt nicht die typischen wer ist härter, wer ist cooler, wer kann am gefühllosesten sein Teenies sind, sondern sich umeinander kümmern, liebevoll miteinander umgehen. Das hat mich als Kind angesprochen. Natürlich sind das offiziell Heterofiguren, aber als Jungschwuppe lernst du gespiegelt zu schauen, weil du danach hungerst, dich in den Dingen, die du schaust, wiederzufinden. Du weißt vielleicht sogar nur unbewusst, du bist nicht der Junge, der allen Filmen den Mädchen hinterhergeiert und für den das Wichtigste ist, eine Freundin zu finden. Also projizierst du deine Sehnsüchte auf Filme, in denen Jungs eng miteinander befreundet sind. Ähnlich geht es allen, die nicht repräsentiert werden. Es wurden bisher immer erwartet, dass der weiße, männliche Hetero quasi die neutrale Figur ist, mit der sich jeder irgendwie identifizieren kann. Die Grundeinstellung beim Character Model quasi, die nicht inhaltlich begründet werden muss. Klar, wann wird schon mal erklärt, warum die Hauptfigur ein weißer, straighter Dude ist? Ja, das ist für alle, die bisher aufwuchsen, so gewesen. Das ist der Standard, das nimmt man einfach so hin. Und wenn du selbst nicht so bist, dann wurde erwartet, dass du dich trotzdem irgendwie in den Filmen wiederfindest. Gleichzeitig wurden aber jetzt alle weißen, straighten Jungs nicht darauf trainiert, gespiegelt, empathisch zu schauen, weil sie es einfach nicht mussten. Wenn alles, was du schaust, eine Figur hat, die irgendwie wie du bist, dann musst du dich nie in andere reindenken oder deinen Headcanon für etwas erstellen, weil du im Original einfach nicht vorkommst. Wenn ich Hetero-Freunde von mir frage, ob sie sich Filme oder Serien mit Schwuppen anschauen, dann kommt in der Regel sowas wie, ja, damals vielleicht Brokeback Mountain oder vielleicht noch Call Me By Your Name, weil alle drüber geredet haben, aber die meisten sagen dann doch, eher nicht. Und das sind jetzt keine konservativen Leute oder Leute, die in irgendeiner Form homophob sind, aber es interessiert sie einfach nicht. Sie finden sich in den Sachen nicht wieder, weil sie nicht von klein auf lernen muss, mit Figuren mitzufiebern, die anders sind als sie selbst. Aber sie können sich mit Superhelden, Jedi-Rittern, Serienkillern, Fantasy-Königen und irgendwelchen animierten Figuren mitfühlen und sich dort wiedererkennen. Ja, das ist anscheinend deutlich einfacher, wohl weil es in der Regel dann doch eher traditionelle Bilder von Maskulinität bedient. Egal wie unrealistisch ein Batman oder ein Anakin ist, er wird ja immer noch als cool wahrgenommen und bildet damit ein Klischeebild ab, das als erstrebenswert wahrgenommen wird. Wenn du jemand Angst machen kannst, wenn du mächtig bist, wenn du stark bist, wenn du erfolgreich bist, dann haben die Leute Respekt vor dir. Egal wie malle du im Kopf bist, Hauptsache du hast ein cooles Kostüm. Bedrohlich werden Schurken dann, wenn sie die Maskulinität bedrohen. Bond-Filme haben das immer mal wieder gemacht. In Diamantenfieber, da gibt's das Pärchen Mr. Wind und Mr. Kid, die als Schurken dem Macho Bond gegenüberstehen und natürlich sterben müssen. Und Daniel Craigs Bond muss sich von Silver bedrohen lassen, indem sein Hetero-Sein in Frage gestellt wird. Figuren, die extravagant schrill sind, die werden weit weniger oft als cool wahrgenommen. Ein Tyler Durden, ein Travis Bickle, ein Rorschach aus Watchmen, ein Joker, ein Batman, das sind Figuren, zu denen viele connecten, weil sie zwar shady oder evil sind, aber auch stark, männlich und tough. Du meinst, die Figuren kann ein Hetero sich an die Wand hängen, ohne No Homo sagen zu müssen? Ja, die Figuren sind nicht anstrengend zu gucken für die Mehrheit. Sie fallen in erlernte Muster. Und dann kommen die diversen Serien und verändern das und machen es anstrengend? Sie machen es zumindest ungewohnt. Sie brechen vielleicht mit dem Bild aus Kindertagen, mit dem, was erlernt, gehegt und gepflegt wurde. Und es fühlt sich an, als wenn in deine Stammkneipe plötzlich lauter Leute reinkommen, die du nicht kennst, die sich anders benehmen und die nerven. Das ist ungewohnt, das ist anstrengend. Und gerade bei Franchise-Sachen fühlen sich viele Zuschauer dann angegriffen. Vielleicht, weil es auch nicht immer gut gemacht wird. Das kommt ganz sicher noch hinzu. Die meisten Firmen und auch Medienkonzerne, die mussten ja eher zum Jagen getragen werden, wie man so schön sagt. Die wenigsten gingen voran und besetzten von sich aus gegen das Klischee.
Es werden ja in Hollywood oft zwei Anekdoten erzählt, wenn es um ungewöhnliches Besetzen geht. Beim ersten Alien damals, da war ja Ripley im Drehbuch eigentlich als Dude geschrieben, aber Ridley Scott und sein Team haben die Rolle mit Sigourney Weaver besetzt und damit eine der ikonischen Kinoheldinnen erschaffen. Und bei Lethal Weapon, oder wie es damals bei uns hieß, zwei stahlharte Profis, da war das Drehbuch auch nicht speziell für einen schwarzen Schauspieler und einen weißen geschrieben. Nur Richard Donner hat dann aber einfach Danny Glover neben Mel Gibson besetzt. Und die Fortsetzung haben dann erst gezielt eingearbeitet, dass seine Hautfarbe ab und zu vielleicht doch eine Rolle spielt. Colorblind Casting sagt man dazu. Alles super, aber dass genau diese zwei Stories immer wieder und wieder seit Jahrzehnten erzählt werden, zeigt auch, wie selten das war. In der Regel brauchte es eben immer einen Grund, wenn eine Figur anders war. Und der musste die Story dann auch beherrschen. Also jahrelang kamen Schwule nur vor, wenn es eine HIV-Storyline gab. Eine Frau als Heldin musste immer irgendwie auch eine fürsorgende Figur sein, ein Kind haben oder sowas. Oder eben eine Romanze, weil ja Frauen erst komplett sind, wenn sie den richtigen Dude gefunden haben. Und wenn du nicht weiße Figuren hast, dann musste ihr Background eben eine Rolle spielen, weil sonst hätten sie auch weiß sein können. Und das Ganze, das ändert sich jetzt seit rund 10, 15 Jahren. Sicher auch durch Netflix und Co., die auf weltweite Vermarktbarkeit setzen und wissen, dass je mehr Menschen sich in ihren Serien wiederfinden, ohne um die Ecke denken zu müssen, je mehr Leute erreichen sie. Apropos mehr Leute erreichen, das tun wir natürlich auch gerne. Und wenn du mehr von Flip sehen möchtest, dann lass uns doch ein Abo mit Glocke da. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du unsere Videos teilst. Und was ist mit dem ganzen Virtue Signaling? Wenn Disney zum 100. Mal durchsickern lässt, sie hätten jetzt die erste queere Figur in einem Film. Ja, das war ja quasi der Running Gag für viele Jahre. Und es waren immer diese Blink and you miss it Momente, die sich problemlos rausschneiden ließen. Zuletzt ja bei Loki mit seinem großen Bye-Reveal, das ja ganz zu Recht auch von Russell T. Davis, dem Showrunner von Doctor Who und It's a Sin, aufs Maul bekommen hat, weil es so lächerlich unmutig war, gemessen daran, wie groß es angekündigt wurde. Naja, die Macherin der Loki-Serie ist ja ganz stolz darauf, weil sie es als so wichtigen Moment empfindet. Ja, was zeigt, wie schwer es wohl war, das überhaupt durchzusetzen. Und gerade Disney tut sich super schwer mit Diversity, auch wenn ihnen ja immer das Gegenteil vorgeworfen wurde. Sie besetzen zwar mittlerweile sehr viele People of Color in ihren Filmen und Serien, aber sie sind weit weg davon, dass es selbstverständlich ist. Bei Miss Marvel ist der ganze Dreh- und Angelpunkt der Show, dass ihr Kultur und ihr Glaube gezeigt wird und die eigentliche Story, dass sie Superkräfte hat, läuft auf Sparflamme nebenher. Während bei einem Peter Parker oder einem Stargirl das im Mittelpunkt steht und die Familie und die Freundesbeziehungen den Rahmen abgeben. Und Serien wie Love Victor ganz zu schweigen, die bis zur Unkenntlichkeit weichgespült wurden und Disney Plus am Anfang dennoch zu heikel waren und dann zu Hulu entsorgt wurden. Verglichen mit Netflix-Shows wie Young Royals oder Heartstopper, Never Have I Ever, Atypical Special, die das alles sehr viel easier behandeln. Der erste schwarze Marvel-Held mit eigenem Film war Black Panther nach Ewigkeiten. Sicher super, dass sich die Black Community nach Jahrzehnten endlich auf der Leinwand auch in groß wiederfand, aber eben wieder eine Repräsentation mit Grund. Hat sich aber gelohnt, ist in den USA der dritterfolgreichste Marvel-Film nach Endgame und No Way Home. In Deutschland lief allerdings eher so mittel. Und was ist jetzt mit dieser woken französischen Revolution? Ich glaube, die Macher suchen da alle noch den richtigen Weg. Bei Lightyear finde ich es ja eigentlich ziemlich gut gemacht, auch wenn ich den Film insgesamt eher schwach fand, aber da gibt es jetzt keinen besonderen Grund, warum Buzz Kollegin mit einer Frau zusammen ist. Es wird ganz einfach nochmal gezeigt, es ist kein großes Ding, es ist aber auch so wichtig für die Story, dass sie dabei ist, dass es auffallen würde, wäre der Teil der Geschichte rausgeschnitten. Es ist also mehr als das typische Disney-Pinkbaiting. Was es so interessant macht, dass der Backlash gerade gegen den Film jetzt so heftig ist und die kollektive Rechte in den USA gerade einen Pflaumensturz bekommt. Ansonsten, ja, wird, glaube ich, viel rumexperimentiert und das nicht immer ideal. Nach über einem Jahrhundert, in dem Minderheiten fast gar nicht vorkamen in den Mainstream-Medien und sich nicht repräsentiert fühlten, wird heute gefühlt teilweise wie am runden Tisch Diversity konstruiert, was sich dann oft eher ungelenk anfühlt. Es sollte selbstverständlich werden, dass auch in Franchise-Figuren nicht immer nur mit White Dudes und White Girls besetzt werden. Aber wenn die Kritik an toxischer Männlichkeit dann so holzhammermäßig umgesetzt wird, wie in ein paar Stellen bei Episode 8 oder im Ghostbusters von 2016 oder in dem Heldin-Moment in Endgame, wo die alle so nacheinander ins Bild irgendwie Women Get It Done reingesegelt kamen. Oder im letzten X-Men-Film, wenn bei Dark Phoenix aus dem Nichts plötzlich irgendwelche feministischen Sprüche geklopft wurden, die nichts mit dem Rest des Films zu tun hatten. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Oder when Wonder Woman 1984 und Wonder Vision ihre Heldin grauenhafte Sachen machen lässt, die bei jedem Dude absolut inakzeptabel wären, aber hier einfach weggelacht werden. Oder Captain Marvel unbedingt eine so starke und perfekte Heldin sein muss, dass sie einfach mal komplett keine
Mimik hatte und ihre Kampfszenen vom cringigsten Needle Drop seit Zack Snyder Film untermalt werden und die Macher eine ganze Weile wirklich jede Kritik, egal worum es ging, als das sind alles rechte Hater abgetan haben, das war sicherlich nicht hilfreich für uns, zeigt auch, wie viel Frust und Verbitterung da auch drinsteckt. Nach all den Jahrzehnten, in denen es nichts gab und in denen jede Ripley und jede Lara Croft schon gefeiert werden musste, hat sich eine Menge Ärger aufgestaut und auch jede Menge französische Revolutionsdynamik. Deswegen diese überzogenen, aggressiven Reaktionen, von denen ja auch Twitter voll ist, wo es nur um Gut oder Böse geht und niemand mehr das Recht hat, Fehler zu machen oder dazu zu lernen. Ja, sehr, sehr schwierig. Viele Leute, die behütet in einer Bubble der weißen Hetero-Welt aufgewachsen sind, haben sich nie wirklich mit irgendwas auseinandergesetzt, weil sie es nicht mussten. Sie fühlten sich immer repräsentiert. Sie haben die komplette Diskussion seit den 60er Jahren kaum mitbekommen, weil es einfach nicht um sie ging. Sie durften immer heiraten, sie waren in allen Medien zu sehen, sie mussten nie um die Ecke denken. Sie konnten selbst, wenn sie sich als Loser oder arm fühlten, darauf vertrauen, dass es Filme und Serien und Bücher gab, die sich um sie drehten. Die ganzen Anti-Helden sind ja die Außenseite der Gesellschaft, aber sie sind trotzdem relatable für jeden, der mal einen Job verloren hat, der keine Freundin findet oder der sich irgendwie zu kurz gekommen fühlt. Der grübelnde, schweigsame, wortkarge Dude, der lieber ins Leere starrt, statt über seine Gefühle zu reden, das war ja die Identifikationsfigur der späten 90er bis Anfang der 10er. Christopher Nolan dreht ja fast ausschließlich Filme über solche Leute. Den Zuschauern wurde vermittelt, es ist doch alles okay. Guck mal, Batman ist doch sogar mit einem Schwarzen befreundet, sogar mit Morgan Freeman. Rassismus gelöst. Und im TV gab's mal Will and Grace. Und selbst Adam Sandler hat mal irgendwie eine Homokomödie gedreht. Dass es unter dieser Wahrnehmung aber seit Jahrzehnten gebrodelt hat, dass sich Leute den Mund wund diskutiert haben und dafür gekämpft haben, dass es anders wird, dass Minderheiten es satt waren, immer nur, wo ist denn das Problem? Ich hab doch gar nichts gegen XYZ zu hören. Das haben die meisten nicht mitbekommen. Und diese Wut resultierte dann darin, dass Leute, die sich einfach nicht bewusst waren, dass es überhaupt ein Problem gibt, das Gefühl haben, sie werden jetzt aus dem Nichts plötzlich angeschrien, nur weil sie das mögen und das okay fanden, was seit sie denken können einfach normal war. Und niemand wird gerne beschuldigt und angeschrien, vor allem wenn er sich keiner Schuld bewusst ist, und dann gibt's Backlash. Du meinst, die eine Seite denkt, Leute, wir reden seit 40 Jahren, wir können das nicht zum 100. Mal erklären, warum sich jetzt was ändern muss, jetzt wird gehandelt. Ja, und die anderen stehen da und denken, hä? Bis gestern war doch alles gut. Warum brauche ich jetzt überall People of Color und muss 1000 neue Pronomen lernen und alles, was ich sage, ist ja sowieso falsch und ich werde wieder angeschrien, also schreie ich jetzt zurück, dass ich alles essen finde und es früher besser war. Das klingt sehr nach Twitter. Und dazu kommen dann auch die Leute, die wirklich keine Veränderung wollen und die massiv dagegen arbeiten, dass es mehr Repräsentation und Freiheiten gibt. Und so vermischt sich das Ganze dann zu einem einzigen lauten, unguten Brei. Unguter Brei könnte die Überschrift für 2022 sein. Und was soll jetzt werden? Aufhören, woke zu sein? Vielleicht eher lernen, richtig woke zu sein? Hollywood und andere Producer müssen lernen, selbstverständlicher und weniger plakativ mit ihrer Diversity umzugehen. Also ganz normal Figuren divers besetzen in allen Bereichen. Serien wie Rutherford Falls oder Millions oder die meisten Sachen von Ryan Murphy, die zeigen ja schon, wie das geht, ohne dass die Zuschauer das Gefühl haben, da rennt ständig jemand durchs Bild und sagt, guck mal, wie progressiv und cool wir sind. Da sind die Figuren in erster Linie starke Figuren. Oder wie James Gunn das in all seinen Sachen macht, wie auch in der Serie Peacemaker. Disney hat da, glaube ich, noch eine ganze Menge zu lernen. Sehr viele deutsche Produktionen auf jeden Fall auch und generell viele Studios. Netflix hat, finde ich, tatsächlich eine ganze Menge schon ziemlich richtig gemacht, auch wenn sie zuletzt viel Negativschlagzeilen für das Chappelle-Special und das von Ricky Gervais bekommen haben. Sie sind dennoch wohl der Streamingdienst, der seit Jahren sehr viel und gut zeigt, wie es geht. Gleichzeitig muss aber auch die Seite der Revolution wohl trotz des jahrelangen Frustes und des Durchdiskutieren lernen, dass eben viele Leute bisher immer noch keinen Plan haben und sich überfordert fühlen und nicht jedem sofort mit der verbalen Guillotine in den Twitterkopf abschlagen, der mal irgendwas schreibt, was dumm ist. Wir möchten, glaube ich, heute alle nicht mehr wissen, was wir alles mit 18 so von uns gegeben haben, und viele sind sicher heilfroh, dass es damals kein Social Media gab, das das für die Nachwelt erhalten hat. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Diskussionen als Pronomen und falsche Frisuren, wie zum Beispiel die Leute, die ganz real die Zeit um 50 Jahre zurückdrehen wollen. Ja, denn wenn das passiert, dann sind wir wirklich alle doomed. Doomed! You're doomed! Wie sieht's bei euch aus? Was findet ihr gut an vielfältigeren Stories? Wann nervt euch Wokeness? Und wie leicht fällt euch das empathische Spiegeln und sich wirklich mit Spaß in andere Sichtweisen hineinzuversetzen? Sagt es uns in den Kommentaren und jetzt noch viel Spaß bei diesen beiden Themen.